Heute möchte ich Ihnen einen philosophischen Grundgedanken vortragen, der einer der schwierigsten ist. Er ist unerlässlich, weil er den Sinn eigentlich philosophischen Denkens begründet. Er muss auch in einfachster Form verständlich sein, obgleich seine Ausarbeitung ein verwickeltes Geschäft ist. Ich versuche es, ihn anzudeuten. Philosophie begann mit der Frage, was ist? Es gibt zunächst vielerlei Seiendes, die Dinge in der Welt, die Gestalten des Leblosen und des Lebendigen, endlos vieles, alles kommend und gehend. Was ist aber das eigentliche Sein? Das heißt, das Sein, das alles zusammenhält, allem zugrunde liegt, aus dem alles, was ist, hervorgeht. Die Antwort darauf ist sonderbar vielfältig. Ehrwürdig, die älteste Antwort des ältesten Philosophen ist die des Thales. Alles ist Wasser, ist aus dem Wasser. In der Folge hieß es stattdessen, alles sei im Grunde Feuer oder Luft oder das Unbestimmte oder die Materie. Oder die Atome. Oder das Leben, das das erste Sein sei, woraus alles Leblose nur Abfall bedeute. Oder der Geist, für den die Dinge Erscheinungen sind, seine Vorstellungen, durch ihn gleichsam als ein Traum hervorgebracht. Man sieht so eine große Reihe von Weltanschauungen, die man mit Namen, Materialismus, alles ist Stoff- und naturmechanisches Geschehen. Spiritualismus, alles ist Geist. Hylozoismus, das All ist eine seelisch lebendige Materie. Und unter anderen Gesichtspunkten benannt hat. In allen Fällen wurde die Antwort auf die Frage, was eigentlich das Sein sei, gegeben, durch Hinweis auf ein in der Welt vorkommendes Seiendes, das den besonderen Charakter haben sollte, aus ihm sei alles andere. Aber was ist denn richtig? Die Begründungen im Kampfe der Schulen haben in Jahrtausenden nicht vermocht, einen dieser Standpunkte als den wahren zu erweisen. Für jeden zeigt sich etwas Wahres, nämlich eine Anschauung und eine Forschungsweise, die in der Welt etwas zu sehen lehrt. Aber jeder wird falsch, wenn er sich zum Einzigen macht und alles, was ist, durch seine Grundauffassung erklären will. Woran liegt das? Allen diesen Anschauungen ist eines gemeinsam. Sie erfassen das Sein als etwas, das mir als Gegenstand gegenübersteht, auf das ich als auf ein mir gegenüberstehendes Objekt, es meinend, gerichtet bin. Dies Urphänomen unseres bewussten Daseins ist uns so selbstverständlich, dass wir sein Rätsel kaum spüren, weil wir es gar nicht befragen. Das, was wir denken, von dem wir sprechen, ist stets ein anderes als wir. Ist das, worauf wir, die Subjekte, als auf ein Gegenüberstehendes, die Objekte, gerichtet sind. Derart, dass wenn wir uns selbst zum Gegenstand unseres Denkens machen, wir selbst uns gleichsam zum anderen werden und immer zugleich wieder als ein denkendes Ich da sind, dass dieses Denken seiner selbst vollzieht, aber doch selbst nicht angemessen als Objekt gedacht werden kann, weil es immer wieder die Voraussetzung jedes Objekt geworden Seins ist. Wir nennen diesen Grundbefund unseres denkenden Daseins die Subjekt-Objekt-Spaltung. Ständig sind wir in ihr, wenn wir wachen und bewusst sind.
Wir können uns denkend drehen und wenden, wie wir wollen. Immer sind wir in dieser Spaltung auf Gegenständliches gerichtet, sei der Gegenstand die Realität unserer Sinneswahrnehmung, sei es der Gedanke idealer Gegenstände, etwa Zahlen und Figuren, sei es ein Fantasieinhalt oder gar die Imagination eines Unmöglichen. Immer sind Gegenstände als Inhalt unseres Bewusstseins, äußerlich oder innerlich, uns gegenüber. Es gibt, mit Schopenhauers Ausdruck, kein Objekt ohne Subjekt und kein Subjekt ohne Objekt. Was hat nun dieses jeden Augenblick gegenwärtige Geheimnis der Subjekt-Objekt-Spaltung zu bedeuten? Offenbar doch dies, dass das Sein im Ganzen weder Objekt noch Subjekt sein kann, sondern das Umgreifende sein muss, das in dieser Spaltung zur Erscheinung kommt. Das Sein schlechthin kann nun offenbar nicht ein Gegenstand Objekt sein. Alles, was mir Gegenstand wird, tritt aus dem Umgreifenden an mich heran und ich als Subjekt aus ihm heraus. Der Gegenstand ist ein bestimmtes Sein für das Ich. Das Umgreifende aber bleibt für mein Bewusstsein dunkel. Es wird hell nur durch die Gegenstände und umso heller, je bestimmter und klarer die Gegenstände werden. Das Umgreifende wird nicht selbst zum Gegenstand, aber kommt in der Spaltung von Ich und Gegenstand zur Erscheinung. Es selbst bleibt Hintergrund. Aus ihm grenzenlos in der Erscheinung sich erhellend, aber es bleibt immer das Umgreifende. Nun liegt in allem Denken eine zweite Spaltung. Jeder Gegenstand als bestimmter steht, wenn klar gedacht, immer in Bezug auf andere Gegenstände. Die Bestimmtheit bedeutet Unterscheidung des einen vom anderen. Noch wenn ich das Sein überhaupt denke, denke ich es als Gegensatz zum Nichts. Also steht jeder Gegenstand, jeder gedachte Inhalt, jedes Objekt in doppelter Spaltung. Er steht erstens in Bezug auf mich, das denkende Subjekt, und zweitens in Bezug auf andere Gegenstände. Er kann als gedachter Inhalt niemals alles sein, nie das Ganze des Seins, nie das Sein selbst. Jedes Gedachtsein bedeutet herausgefallen sein aus dem Umgreifenden. Es ist ein je Besonderes, das gegenübersteht, sowohl dem Ich wie den anderen Gegenständen. Das Umgreifende ist also das, was sich im Gedachtsein immer nur ankündigt. Es ist das, was nicht selbst, sondern worin alles andere uns vorkommt. Was bedeutet solche Vergewisserung? Der Gedanke ist, gemessen an unserem gewohnten Verstand, im Verhältnis zu den Dingen unnatürlich. Unser auf das Praktische in der Welt gerichteter Verstand sträubt sich. Die Grundoperation, mit der wir uns denkend über alles Gedachte hinausschwingen, ist vielleicht nicht schwierig, aber doch so fremdartig, weil sie nicht die Erkenntnis eines neuen Gegenstandes bedeutet, der dann fasslich wird, sondern mit Hilfe des Gedankens eine Verwandlung unseres Seinsbewusstseins bewirken möchte. Weil der Gedanke uns keinen neuen Gegenstand zeigt, ist er im Sinne des uns gewohnten Weltwissens leer. Aber durch seine Form öffnet er die unendlichen Möglichkeiten der Erscheinung des Seienden für uns
und lässt er zugleich alles Seiende gleichsam transparent werden. Er verwandelt den Sinn der Gegenständlichkeit für uns, indem er in uns die Fähigkeit erweckt, in Erscheinungen hören zu können, was eigentlich ist. Versuchen wir noch einen Schritt zur Erhellung des Umgreifenden. Vom Umgreifenden geradezu philosophieren, das würde bedeuten, einzudringen in das Sein selbst. Dies kann nur indirekt geschehen. Denn indem wir sprechen, denken wir doch in Gegenständen. Wir müssen durch gegenständliches Denken die Zeiger auf das Ungegenständliche des Umgreifenden gewinnen. Ein Beispiel dafür ist ja schon das, was wir eben denkend vollzogen haben. Die Subjekt-Objekt-Spaltung, in der wir immer darin sind, die wir nicht von außen zu sehen vermögen, machen wir, indem wir sie aussprechen zum Gegenstand, aber unangemessen. Denn Spaltung ist ein Verhältnis von Dingen in der Welt, die wir als Objekte gegenüber haben. Dieses Verhältnis wird ein Bild, um auszudrücken, was gar nicht sichtbar, niemals selber gegenständlich, sondern nur vergewisserbar ist, wie die Subjekt-Objekt-Spaltung. Diese Subjekt-Objekt-Spaltung vergewissern wir uns bildhaft weiterdenkend aus dem, was uns ursprünglich gegenwärtig ist, als ihrerseits von mehrfachem Sinn. Diese Spaltung ist ursprünglich verschieden, ob ich als Verstand auf Gegenstände, als lebendiges Dasein auf meine Umwelt, als Existenz auf Gott gerichtet bin. Näher. Als Verstand stehen wir fassbaren Dingen gegenüber und haben von ihnen, soweit es gelingt, zwingend allgemeingültige Erkenntnis je von bestimmten Gegenständen. Als daseiende Lebewesen in unserer Umwelt sind wir in ihr betroffen von dem, was sinnlich anschaulich erfahren, im Erleben wirklich wird, als das Gegenwärtige, das in kein allgemeines Wissen aufgeht. Als Existenz schließlich sind wir auf Gott, die Transzendenz bezogen und dies durch die Sprache der Dinge, die sie zu Chiffern oder Symbolen werden lässt. Weder unser Verstand noch unsere vitale Sinnlichkeit erfasst die Wirklichkeit dieses Chifferseins. Gottes Gegenstand sein ist eine Wirklichkeit nur für uns als Existenz und liegt in durchaus anderer Dimension als empirisch reale, zwingend denkbare, sinnlich affizierende Gegenstände. So gliedert sich das Umgreifende, wenn wir uns seiner vergewissern wollen, alsbald in mehrere Weisen des Umgreifendseins. Und so geschah die Gliederung eben am Leitfaden der drei Weisen von Subjekt-Objekt-Spaltung in erstens den Verstand als Bewusstsein überhaupt, als dass wir alle identisch sind. Zweitens des lebendigen Daseins, als dass wir jeder eine besondere Individualität sind. Und drittens die Existenz, als die wir eigentlich wir selbst in unserer Geschichtlichkeit sind. Die Ausarbeitung solcher Vergewisserungen kann ich nicht in Kürze berichten. Es muss genügen zu sagen, dass das Umgreifende, gedacht als das Sein selbst, Transzendenz Gott und Welt genannt wird. Als das, was wir selber sind, aber heißt das Umgreifende Dasein, Bewusstsein überhaupt, Geist und Existenz. Haben wir mit unserer philosophischen Grundoperation die Fesseln gelöst, die uns an Objekte, als an das vermeintliche Sein selbst binden, so verstehen wir den Sinn der Mystik.
Seit Jahrtausenden haben Philosophen in China, Indien und dem Abendlande etwas ausgesprochen, was überall und durch alle Zeiten gleich, wenn auch in der Mitteilungsweise mannigfach ist. Nämlich, der Mensch vermag, die Subjekt-Objekt-Spaltung zu überschreiten, zu einem völligen Einswerden von Subjekt und Objekt, unter Verschwinden aller Gegenständlichkeit und unter Erlöschen des Ich. Da öffnet sich das eigentliche Sein und hinterlässt beim Erwachen ein Bewusstsein tiefster, unerschöpfbarer Bedeutung. Für den aber, der es erfuhr, ist jenes Einswerden das eigentliche Erwachen und das Erwachen zu unserem Bewusstsein in der Subjekt-Objekt-Spaltung vielmehr Schlaf. So schreibt Plotin, der größte der mystischen Philosophen des Abendlandes. Oft, wenn ich aus dem Schlummer des Leibes zu mir selbst erwache, schaue ich eine wundersame Schönheit. Ich glaube dann am festesten an meine Zugehörigkeit zu einer besseren und höheren Welt, wirke kräftig in mir das herrlichste Leben und bin mit der Gottheit eins geworden. An den mystischen Erfahrungen kann kein Zweifel sein. Auch nicht daran, dass jedem Mystiker in der Sprache, durch die er sich mitteilen möchte, das Wesentliche doch nicht sagbar wird. Der Mystiker versinkt im Umgreifenden. Was sagbar wird, tritt in die Subjekt-Objekt-Spaltung und ein ins Unendliche vorandringendes Hellwerden im Bewusstsein erreicht nie die Fülle jenes Ursprungs. Reden können wir aber nur von dem, was gegenständliche Gestalt gewinnt. Das andere ist unmitteilbar. Dass es aber Hintergrund jener philosophischen Gedanken ist, die wir die Spekulativen nennen, macht deren Gehalt und Bedeutung aus. Auf dem Grunde unserer philosophischen Vergewisserung des Umgreifenden verstehen wir auch besser die großen Seinslehren und Metaphysiken der Jahrtausende vom Feuer, von der Materie, vom Geist, vom Weltprozess und so weiter, die ich anfangs nannte. Denn sie waren in der Tat nicht erschöpft in einem gegenständlichen Wissen, als dass sie sich oft verstanden und als dass sie durchweg falsch sind, sondern sie waren eine Schifferschrift des Seins aus der Gegenwart des Umgreifenden von den Philosophen zur Selbst- und Seinserhellung entworfen und dann alsbald fälschlich für ein bestimmtes Objektsein als das eigentliche Sein gehalten. Wenn wir uns in den Erscheinungen der Welt bewegen, werden wir uns bewusst, dass Sein selbst weder in dem immer verengenden Gegenstand noch in dem Horizont unserer immer beschränkten Welt als die Gesamtheit der Erscheinungen zu haben, sondern allein in dem Umgreifenden, das über alle Gegenstände und Horizonte hinaus über die Subjekt-Objekt-Spaltung liegt. Wenn wir durch die philosophische Grundoperation des Umgreifenden inne geworden sind, so fallen jene anfänglich aufgezählten Metaphysiken, alle jene vermeintlichen Seinserkenntnisse dahin, sobald sie irgendein noch so großes und wesentliches Seiendes in der Welt für das Sein selbst halten wollten. Aber sie sind die einzige uns mögliche Sprache, wenn wir hinausdringen über alles Seiende in Gegenständen, Gedachtheiten, Welthorizonten, über alle Erscheinungen hinaus, um das Sein selbst zu erblicken. Denn dieses Ziel erreichen wir nicht, indem wir die Welt verlassen, es sei denn in der inkommunikablen Mystik. Nur im deutlichen, gegenständlichen Wissen kann unser Bewusstsein hell bleiben. Nur in ihm kann es, im Erfahren seiner Grenzen, durch das, was an der Grenze fühlbar wird, seinen Gehalt empfangen. Im darüber hinausdenken bleiben wir immer zugleich darin. Indem uns die Erscheinung durchsichtig wird,
bleiben wir an sie gebannt. Durch Metaphysik hören wir das Umgreifende der Transzendenz. Wir verstehen diese Metaphysik nur als Schifferschrift. Aber wir verfehlen ihren Sinn, wenn wir in dem unverbindlichen, ästhetischen Genuss dieser Gedanken verfallen. Denn ihr Gehalt zeigt sich uns nur, wenn wir die Wirklichkeit in der Schiffer hören. Und wir hören nur aus der Wirklichkeit unserer Existenz heraus, nicht aus dem bloßen Verstande, der vielmehr hier überall keinen Sinn zu sehen vermag. Aber wir dürfen erst recht nicht die Schiffer, das Symbol der Wirklichkeit, für leibhaftige Realität halten, wie die Dinge, die wir fassen, mit denen wir hantieren und die wir verzehren. Das Objekt als solches für eigentliches Sein zu halten, das ist das Wesen aller Dogmatik, und die Symbole als materielle Leibhaftigkeit für real zu halten, ist insbesondere das Wesen des Aberglaubens. Denn Aberglaube ist Fesselung an das Objekt. Glaube ist Gründung im Umgreifenden. Und nun die letzte, methodologische Folge der Vergewisserung des Umgreifenden. Das Bewusstsein der Gebrochenheit unseres philosophischen Denkens. Erdenken wir das Umgreifende in philosophischer Ausarbeitung, so machen wir doch wieder zum Gegenstand, was einem Wesen nach nicht Gegenstand ist. Daher ist der ständige Vorbehalt nötig, das Gesagte als gegenständlichen Inhalt rückgängig zu machen und um dadurch jenes Innewerden des Umgreifenden zu gewinnen, das nicht Ergebnis einer Forschung als nunmehr aufsagbarer Inhalt ist, sondern eine Haltung unseres Bewusstseins. Nicht mein Wissen, sondern mein Seinsbewusstsein wird anders. Das aber ist nun der Grundzug alles eigentlichen Philosophierens. Im Medium des gegenständlich bestimmten Denkens und nur in ihm erfolgt der Aufschwung des Menschen in das Umgreifende. Er bringt zur Wirksamkeit im Bewusstsein den Grund unseres Daseins im Sein selbst. Die Führung von da, die Grundstimmung, die Sinngebung unseres Lebens und Tuns. Er löst uns aus den Fesseln des bestimmten Denkens, indem er dieses nicht etwa preisgibt, sondern bis zum Äußersten treibt. Er lässt in den allgemeinen philosophischen Gedanken die Flanke offen für seine Verwirklichung in unserer Gegenwärtigkeit. Damit Sein für uns sei, ist Bedingung, dass das Sein in der Spaltung von Subjekt und Objekt durch Erfahrung auch für die Seele gegenwärtig wird. Daher der Drang in uns zur Klarheit. Alles nur dunkel Gegenwärtige soll in gegenständlicher Gestalt und aus dem Wesen des sich erfüllenden Ichs ergriffen werden. Auch das Sein selbst, das Allbegründende, das Unbedingte, will in der Form der Gegenständlichkeit vor Augen stehen, wenn auch in einer Form, die, weil als Gegenständlichkeit unangemessen, sich wieder zertrümmert und in der Zerstörung die reine Klarheit der Gegenwart des Umgreifenden hinterlässt. Das Bewusstwerden der Subjekt-Objekt-Spaltung als Grundtatbestand unseres denkenden Daseins und des Umgreifenden, das in ihm gegenwärtig wird, bringt uns erst die Freiheit des Philosophierens. Der Gedanke löst uns aus jedem nur Seienden. Er zwingt uns zur Umkehr aus jeder Sackgasse einer Verfestigung. Es ist ein uns gleichsam umwendender Gedanke. Der Verlust der Absolutheit der Dinge und der gegenständlichen Erkenntnisinhalte heißt dem, der darin seinen Halt besaß, Nihilismus. Für alles, was durch Sprache und Gegenständlichkeit seine Bestimmtheit und damit Endlichkeit gewinnt, schwindet der ausschließende Anspruch, Wirklichkeit und Wahrheit zu sein. Unser philosophisches Denken geht durch diesen Nihilismus,
der vielmehr die Befreiung zum eigentlichen Sein ist, hindurch. Durch eine Wiedergeburt unseres Wesens im Philosophieren erwächst der je begrenzte Sinn und Wert aller endlichen Dinge, wird die Unumgänglichkeit der Wege durch sie hindurch gewiss, aber wird zugleich der Grund gewonnen, aus dem erst der freie Umgang mit diesen Dingen möglich ist. Der Sturz aus den Festigkeiten, die doch trügerisch waren, wird schweben können. Was Abgrund schien, wird Raum der Freiheit. Das scheinbare Nichts verwandelt sich in das, woraus das eigentliche Sein zu uns spricht.